Hallo, heute möchte ich euch ein bereits fortgeschrittenes Bauteil vorstellen, und zwar den SRAM-Chip. Da der SRAM-Chip vom RAM-Chip abstammt, möchte ich erstmal was zum RAM-Chip selbst sagen. RAM steht für Random Access Memory, also zu Deutsch Speicher mit wahlfreiem Zugriff. Das bedeutet, wir können diesen Chip schreiben und auch lesen. Später werde ich dazu noch mehr sagen. Es gibt grundsätzlich zwei Arten von RAM, volatilen RAM und nicht volatilen RAM. Volatiler RAM behält so lange wie Daten, bis die Stromversorgung unterbrochen wird. Das ist zum Beispiel auch der Arbeitsspeicher in unserem Computer. Da nach einem Neustart bzw. da beim Herunterfahren des Computers die Stromversorgung zum Arbeitsspeicher getrennt wird, verliert dieser seine Daten. Das ist auch der Grund, weswegen ein Computer hochfahren muss. Dabei lädt er nämlich bestimmte Daten in den Arbeitsspeicher, damit diese schneller bearbeitet bzw. schneller darauf zugegriffen werden kann. Nicht-volatiler Speicher ist hingegen der Festspeicher des Computers, also zum Beispiel die Festplatte oder eine SD-Karte. Der RAM, um den es heute geht, ist der Arbeitsspeicher, also der volatile Speicher. Diesen benutzen wir, um Daten während dem Betrieb abzulegen. Das heißt, unsere Variablen aus Programmen oder irgendwelche Pixel zum Beispiel. Wie ich bereits gesagt habe, dieser verliert den Inhalt nach Abschalten der Versorgungsspannung. Und es gibt grundsätzlich zwei grundlegende Typen von Arbeitsspeicher, und zwar den SRAM und das DRAM. Es gibt zwar noch zwei andere Arten, aber die sind noch nicht arg verbreitet, beziehungsweise dafür jetzt eher schlecht anwendbar. SRAM steht dabei für Static RAM, das ist das, worum es in diesem Video vor allem geht, und DRAM ist Dynamic RAM. Der Unterschied liegt vor allem im Aufbau. SRAM besteht aus Kippstufen, also prinzipiell Flipflops. Die sind dadurch recht einfach zu verwenden. Wir müssen einfach nur unsere Daten anlegen, ein Taktsignal geben und die Daten sind sozusagen geschrieben. Beim DRAM hingegen haben wir das Problem, dass da immer wieder aufgefrischt werden muss, weil die Daten mit Hilfe von Kondensatoren gespeichert werden und diese sich entladen. DRAM mag jetzt zwar komplizierter sein, jedoch hat DRAM Vorteile und deswegen ist auch DRAM das meist Verbaute in den Rechnern. Also heutzutage wird kaum mehr SRAM in PCs zum Beispiel verbaut. Hauptpunkte sind natürlich, DRAM ist klein. Braucht wesentlich weniger Platz als ein SRAM-Chip und damit ist auch die Produktion wesentlich billiger. SRAM hat einen hohen Platzbedarf und ist auch wesentlich teurer in der Herstellung. Zum Thema Ansteuerung gibt es zu sagen, es gibt grundsätzlich wieder zwei Arten von SRAMs, nämlich parallele und serielle SRAMs. Der Unterschied liegt grundsätzlich darin, dass bei parallel die Daten wirklich so als Binärzahl sozusagen an Pins am Chip angelegt werden und bei seriell werden die Daten nacheinander in einen Eingang reingeschoben. In diesem Video werde ich mich jetzt mit den parallelen SRAMs beschäftigen, da diese wesentlich einfacher für den Einstieg und vor allem auch für die Erklärung sind. Wir haben bei parallelen SRAMs Adressleitungen, Datenleitungen und Signal- bzw. Steuerleitungen. Diese sind, wie ich bereits gesagt habe, hier als einzelne Pins realisiert. Adressleitungen geben die aktuelle Speicheradresse dann an, die man lesen oder die man schreiben will, je nachdem. Möchte man also zum Beispiel den Inhalt der Speicherzelle 0 lesen, muss man hier eine 0 anlegen an die Adresse. Möchte man den Inhalt der Speicherzelle 12 lesen, muss man die Zahl 12, also in Binär dann, an die Adressleitungen anlegen und dann bekommt man an den Datenleitungen die gespeicherte Zahl. Dementsprechend sind diese Datenleitungen, wie ich gerade gesagt habe, der eigentliche Inhalt der Speicherzelle. Dann gibt es noch die Signalleitungen. Da gibt es grundsätzlich drei Stück. CS steht für Chip Select und das aktiviert den Chip grundsätzlich. Also man kann diese Chips meistens in einen Sleep Mode versetzen, dafür brauchen die weniger Strom und behalten trotzdem noch den Speicherinhalt. Dann gibt es OE, das steht für Output Enable und das schreibt grundsätzlich dann die Daten an den Ausgang. Wenn ich jetzt nämlich den Chip aktiviere und eine Adresse an meinen Datenbus lege, dann wird der Inhalt zwar intern geladen auf das Ausgaberegister, aber die Daten erscheinen noch nicht an meinen Datenleitungen. Dafür muss ich erst Output Enable auf das entsprechende Potenzial ziehen. Der dritte Pin ist im Normalfall Read-Write. Dieser wechselt zwischen Datenschreiben und Datenlesen. Meist werden diese Datenleitungen nämlich bidirektional verwendet. Das heißt, es gibt nicht 8 Pins zum Beispiel, bei denen Daten reinkommen und 8 Pins, auf denen sie wieder rausgehen, sondern die gibt es nur einmal. Und mit diesem Pin schalte ich dann um, ob ich jetzt gerade lesen oder ob ich gerade schreiben will.
Den genauen Ablauf, wie das jetzt funktioniert, wenn man Daten lesen bzw. schreiben möchte, findet man im Datenblatt von den jeweiligen Chips. Und ich demonstriere das Ganze jetzt mal hier am Beispiel des GM76C28A. Das ist, wie man hier bereits sehen kann, ein 2 Kilobyte RAM-Chip. Das mag jetzt zwar nicht sonderlich viel sein, aber gerade jetzt so für die Übung und zum Lernen mit RAM ist das eigentlich ganz praktisch. Hier in dieser Tabelle sehen wir jetzt bereits nochmal die Dinge, die ich gerade genannt habe, nämlich A0 bis A10 sind unsere Adresseingänge, Read-Write-Output-Enabled-Chip-Select unsere Dateneingänge und natürlich die Versorgungsspannung. Hier sehen wir das mit entsprechenden Nummern, die können wir hier oben im Übrigen nachschauen, wie das dann in echt ist, aber dazu komme ich dann später noch, wenn wir uns das Ganze als praktisches Beispiel ansehen. Um jetzt herauszufinden, wie Lesen Schreiben funktioniert, scrollen wir einfach mal runter. Irgendwann kommen nämlich immer solche Diagramme. Und an diesen kann man nun sehr schön ablesen, wie das funktioniert, wenn wir jetzt eine Speicherzelle lesen wollen, beziehungsweise unten auch schreiben. Hier sehen wir jetzt links Address, OE, CS und DOut. Diese Spalte bezieht sich jeweils auf die davon rechts liegende Spur. Und wir können sehen, was wir damit machen müssen, um zum Beispiel jetzt in diesem Fall einen Recycle, also Daten zu lesen. Die Dinge, die hier oben stehen, sind auch noch wichtig. Wenn jetzt zum Beispiel Read-Write oder gleich High steht, dann muss diese Kondition die ganze Zeit da sein. Also während wir hier irgendwas lesen wollen, muss die ganze Zeit Read-Write High sein. Also High bedeutet in unserem Fall 5 Volt bei diesem Chip. Das ist auch noch wichtig, das stand auch noch oben in einer Tabelle drin, die Versorgungsspannung. Manche Speicherchips benötigen im Übrigen auch mehrere Versorgungsspannungen. So, zurück zum Thema. Wenn wir jetzt etwas lesen wollen, dann schauen wir uns einfach mal an. Okay, die Adresse wird einfach so an unseren Adressbus angelegt. Wenn wir jetzt hier einfach mal in die Reihenfolge gehen, dann sehen wir, okay, hier müssen wir die Adresse anlegen. Dann müssen wir irgendwie Chip Select auf Low ziehen und ein bisschen später müssen wir Output Enable auf Low ziehen und dann bekommen wir hier unten unsere Valid Data. Valid Data steht immer für die Daten, die an dieser Speicheradresse stehen, beziehungsweise später auch die Daten, die ich dann wo reinschreiben will. Diese gestrichelten Bereiche hier bedeuten, da ist es egal, welchen Wert Chip Select oder Output Enable hat. Was wir hier jetzt definitiv sehr schön sehen können, ist, dass Chip Select eigentlich die ganze Zeit low sein darf. Das gleiche trifft für Output Enable zu. Daraus können wir schließen, wenn wir Daten lesen wollen, dann müssen wir einfach nur die Adresse an den Adressbus anlegen und wir bekommen dann nach einer gewissen Zeit unsere Daten. Hier sehen wir überall diese Abstände mit den Pfeilen und TCLZ zum Beispiel, TACS. Diese Zeitabstände stehen weiter oben oder weiter unten in der Tabelle drin. An diesen Werten können wir erkennen, wie lang es dauert, um jetzt eine Adresse zu lesen zum Beispiel. Also nachdem wir die Adresse angelegt haben, bis Valid Data erscheint, ist es TAA. Das heißt, wir können jetzt nachgucken, was ist TAA. Und dann wissen wir, okay, so viele Mikrosekunden zum Beispiel dauert es, dann erscheinen die Daten am Ausgang. Für uns ist das jetzt eher unwichtig momentan, weil hier geht es eh nur ums Prinzip. Zusammenfassend also, wenn wir was lesen wollen, wir haben einfach Read-Write-High, OE und CS auf Low und dann bekommen wir einfach unsere Daten. Scrollen wir weiter runter und schauen uns mal an, was es hier für Write Cycles gibt. Hier sehen wir jetzt, es gibt 3 Stück. 3 Möglichkeiten, wie man lesen kann und man sieht hier noch Informationen hier. Read-Write-Control, hier auch wieder Read-Write-Control und hier unten CS-Control. Ich greife mir jetzt einfach mal hier das Write Cycle 2 raus und werde es daran nochmal kurz erläutern, wie man dann schreiben muss. Wie man schreiben kann. Auch hier ist das Erste, was wir machen, wir legen unsere Adresse an. Das ist immer eigentlich so der erste Schritt und kann nie falsch sein. Dann, wir sehen, Chip Select darf wieder die ganze Zeit low sein und wenn ich das hier jetzt so sehe, können wir es eigentlich doch gleich dann später direkt auf low ziehen und dann dort lassen. Und wie gesagt, wir brauchen jetzt hier nicht unbedingt den Standby-Modus des Chips. Und dann sehen wir, Output Enable ist hier, wer im relevanten Bereich, also wer unsere Adresse anlegt, muss Output Enable high sein. Okay, und um die Daten nun zu schreiben, wie funktioniert das? Okay, schauen wir hier unten hin. Wann Valid Data dran liegt? Ah ja, okay, zu diesem Zeitpunkt ist Read-Write-Low. Das heißt, eigentlich funktioniert es so, wir legen unsere Adresse an, legen irgendwann unsere Daten an, das hier ist auch komplett frei.
frei, der Bereich, das ist egal. Und dann ziehen wir Read-Write für eine gewisse Zeit auf Low. Die Zeit können wir wieder hier nachlesen. TWP wäre dann die Zeit, in der wir Read-Write auf Low haben müssen. Und danach gehen wir öfter mit High und dann sollten die Daten gespeichert sein. Okay, dann schauen wir uns das Ganze jetzt mal in der Praxis an. So, als erstes setzen wir jetzt einfach mal einen Chip auf ein Fretboard. Und jetzt schauen wir uns im Datenblatt an, wo wir welche Dinge anschließen müssen. Am besten fängt man dazu immer mit den Stromversorgungspins an. In dem Fall rechts oben und links unten. VSS ist Ground und VCC ist die Versorgungsspannung, in dem Fall plus 5 Volt. Als nächstes machen wir mit den Adressleitungen weiter. Da wir jetzt gerade möglichst einfach die Adressen dann setzen wollen, nehme ich jetzt einfach mal 10 Kilo Ohm Widerstände als Pull-Up-Widerstände, die uns den Adressbus standardmäßig auf 0 setzen. Dann können wir nämlich ganz einfach darauf hin, indem wir die Adressleitung direkt mit VCC verbinden und unseren Adressbus ändern. Nächstes baue ich einfach mal aus LEDs eine nette Anzeige auf, die uns später den Inhalt des Datenbusses dann anzeigen wird. So, jetzt verbinden wir die Datenpins entsprechend ihren Nummern mit den LEDs. Hier haben wir jetzt den IO0, wie wir sehen können. Also gut, jetzt haben wir die Datenleitung, das heißt, jetzt machen wir mal mit den Signalleitungen weiter. Chip Select, hatten wir ja vorhin gesagt, ist die ganze Zeit low. Wir können den Chip die ganze Zeit aktiv haben. Das heißt, wir holen uns jetzt hier einfach mal irgendwo Ground, weil Ground ist ja low. Und dann schauen wir nach, welcher Pin ist Chip Select. Okay, das ist der hier zwischen den Datenpins und dem Adresspin. Das heißt, wir ziehen diesen low. Die beiden anderen variieren, das heißt, dafür verwenden wir dann einfach mal ganz normale Dip-Switches. Da diese Leitungen jedoch standardmäßig high sein soll, verbinden wir diese am besten auch mit VCC über einen 10 Kilo Ohm Pull-Up-Widerstand. Dann verbinden wir unsere beiden Taster. Und die Taster schalten selbstverständlich gegen Masse. So, dann können wir die Schaltung jetzt ja gleich mal testen. Nach dem Einschalten sind jetzt erstmal alle LEDs aus. Das ist klar, aber eigentlich noch nichts im Speicher, wobei da zufälligerweise schon was drin sein könnte. Also es kann auch beim Einschalten so aussehen, dass alle LEDs an sind oder ein paar. Das ist alles möglich, muss aber nicht sein. Das heißt, nach dem Einschalten ist der Zustand der Speicherzellen im Normalfall undefiniert. Können wir mal testweise Output Enable aktivieren. Untere Taste hier ist im Übrigen Output Enable, die obere ist Write Enable.
Und wie man sehen kann, okay, hier ist jetzt bereits das dritte Bit gesetzt. Beziehungsweise das sechste. Je nachdem. Ach so, das ist ja auch noch angemerkt. Bei der Adressierung, beziehungsweise auch beim Datenausgang, ist es total egal, in welcher Reihenfolge man die Pins verwendet. Man kann die Adressierung auch andersrum oder kreuz und quer machen. Man kann sagen, okay, was früher unser A0-Pin ist, ist jetzt A5 und A5 ist dafür A0. So, wie gesagt, lesen können wir hiermit. Und wir lesen eine Zahl aus dem Speicher. Um jetzt einen zu schreiben, müssen wir jetzt Daten an den Datenbus anlegen. Dazu stecke ich jetzt einfach mal Drähte rein und verbinde die dann mit der Versorgungsspannung. Nehmen wir einfach mal das erste Bit. Und noch dieses hier. Um die Daten zu speichern, drücken wir einfach mal Read-Write. Nun entfernen wir diese weiter. Und nun sollten wir in der Lage sein, da wir die Adresse nicht geändert haben, diese Daten einfach mit Output Enable wieder auszulesen. Wie man sehen kann, sind beide LEDs wieder an. Wenn ich loslasse, wir aus. So. Um nun die Speicheradresse zu wechseln, müssen wir unsere Adresse am Datenbus ändern. Wie ich gerade gesagt habe, es ist egal, welches Bit wir jetzt sozusagen als A0-Bit definieren, wir können irgendwas ändern. Ich nehme jetzt einfach mal dieses Bit hier und verbinde es mit der Versorgungsspannung. Dadurch haben wir jetzt eine andere Adresse, zum Beispiel die Adresse 1, als Adresse geladen. Wenn wir jetzt Output aktivieren, sehen wir, okay, es ist irgendetwas Zufälliges im Speicher momentan. Wie ich ja gesagt habe, diese Adresse haben wir nie geschrieben, seitdem wir die Betriebsspannung angelegt haben. Also ist irgendetwas drin. So, schreiben wir mal wieder etwas rein. In dem Fall einfach das hier. Speichern. Entfernen das Kabel wieder und wenn wir es wieder lesen, sehen wir, okay, nur diese LEDs an. Ich lasse jetzt mal Output Enable aktiv und wechsle währenddessen die Adresse auf unsere alte Adresse. Und wir sehen können, die LED ist zwar das Dunkel, aber man sieht den Unterschied. Wir können es auch noch, indem wir wieder eine Verbindung hinzunehmen, eine dritte Speicheradresse beschreiben. So, wenn wir diese lesen, haben wir nun die Daten drin. Ich werde jetzt mal nicht schreiben, das sind also Apparat diese zufälligen Daten, die man noch drin hatte von atmosphärischem Rauschen oder was auch immer. Und wie man sehen kann, wenn ich jetzt hier durch die Adressen wechsle, dann kriegen wir all unsere verschiedenen Werte. Zum Beispiel diese Adresse hier jetzt, in dieser steht 0. Das war eine von denen, die wir es noch nicht beschrieben hatten. Wie man hier jetzt eigentlich sehr schön sehen kann, es funktioniert wirklich so. Wir legen einfach die Adresse an den Adressbus. In dem Fall war es einfach halt mit Kabeln mehr, haben wir sie gesteckt. Und dann legen wir die Daten an unseren Datenbus. Das ist dort mit den LEDs. Und dann drücken wir unsere Write-Taste sozusagen und dann ist der Wert gespeichert. Möchten wir den Wert dann abrufen, brauchen wir einfach nur OE auf Low haben und dann die Adresse anlegen. Selbstverständlich variiert es auch von Chip zu Chip. Also es kann sein, manche Chips lesen die Adresse nur aus in dem Moment, in dem zum Beispiel Chip Enable oder Output Enable Low geht. Also da, hier kann man jetzt einfach Output Enable auf Low ziehen und die Adresse wechseln. Bei manchen Chips ist es aber so, da muss man die Adresse anlegen und dann Output Enable auf Low ziehen und dann, wenn man dann die Adresse wieder verändert, dann wird nicht automatisch die neue Speicherzelle geladen, sondern dazu muss man Output Enable wieder High nehmen und dann wieder Low nehmen. Das war jetzt hier so der Versuch auf dem Breadboard. Ich werde ein weiteres Video in dieser Serie machen, in dem ich dann zeige, wie man einen solchen parallelen SRAM an einem Mikrocontroller benutzen kann. Bis dahin hoffe ich, das Video war eine gute Einleitung in das Thema und dann bis zum nächsten Mal.